Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 17 Video. Und heute habe ich ja wieder mal eine SBC am Start, und zwar die Jack Butland SBC. Und ja, vielleicht merkt ihr es, ich bin ziemlich müde, es ist ziemlich spät am Abend. Ich hatte gerade Match, morgen bin ich arbeiten, aber komm, ich dachte mir, ich hau das Video für euch raus. Ich habe sie gerade gelöst, die ist echt nicht schwer zu lösen. Und ich dachte mir, komm, haust du das Ganze einfach mal raus. Ich habe hier einfach ein paar 83er drinnen und dann eben noch den Butland. Ihr braucht wirklich kein volles Team mit 83er Spielern, das geht auch anders, wie ihr hier sehen könnt. Ich habe auch extrem viele Erstbesitzer drinnen, aber man kann es hier rechts oben sehen. 77er Chemie, und man braucht eh nur eine 60er Chemie. Das heißt, da kommt ihr auch auf die volle Chemie, wenn ihr keine Loyalitätsspieler habt. Und dann senden wir das Ganze einfach mal ab. Ihr könnt es wirklich genauso nachbauen. Es ist eine günstige Lösung. Es ist eigentlich die günstigste Lösung, weil viel mehr kannst du da nicht verändern. Du kannst natürlich die anderen Footies nominierten Karten reinhauen. Zum Beispiel den Kevin Trapp oder so, dann sparst du dir vielleicht ein paar Coins, weil der vielleicht nicht ganz so viel gekostet hat, ihn zu machen. Und ja, da haben wir ihn. Jack Butland, 86 Hechten, 90 Reflexe, ja, 89 Ballsicherheit, 85 Positionsspiel. Ich denke mal, die Karte ist overpowered as fuck, und wir bekommen hier natürlich wieder dieses Trikot. Keine Ahnung, warum man das wieder bekommt, wenn man es eigentlich schon hat. Und dann haben wir jetzt hier diesen Butland am Start. Ich packe den, ja, wie den Smalling, auch in meine aktive Mannschaft rein. Und ihr schreibt mir jetzt bitte kurz mal in die Kommentare. Erstens mal, habt ihr Butland gemacht? Und zweitens mal, soll ich Butland oder De Gea spielen lassen? Ja, es gehen beide Karten. Ja, Butland linkt ganz gut zu Smalling, weil er eben Engländer ist. De Gea linkt zu Smalling, weil er auch bei Manchester United spielt. Ich zeige euch jetzt mal mein Team. Viele haben sich das auch gewünscht, aber ich wollte nicht extra ein Video dazu machen. Das interessiert, glaube ich, zu wenige. Und deswegen dachte ich mir, ich hau das jetzt hier auch rein. Hier ist eigentlich der Varane, der hatte nur eine rote Karte. Ich packe den jetzt kurz rein. Und das ist so mein Team. Und ihr schreibt mir jetzt kurz rein, Butland oder De Gea. Bitte wirklich jeder einmal voten, so einfach Butland oder De Gea in die Kommentare schreiben. Und das ist schon eine echt krasse Karte. 1,96 ist sehr groß. Und es ist einfach der overpowerste Torwart in diesem FIFA-Jahr. Ja, Freunde, das war es auch schon wieder mit dem heutigen Video. Falls ihr vielleicht zu FIFA 18 noch ein Video haben wollt, ein weiteres Tipps und Tricks-Video, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lässt und auch einfach für mehr SBCs und so. Was das FIFA 18-Thema angeht, das FIFA 18-Video, das nächste eben, wie gesagt, Da habe ich schon einige Ideen, und ich würde es gerne raushauen, und von dem her, das wird wahrscheinlich dann die nächsten Tage auch kommen. Ja, wie gesagt, morgen bin ich dann arbeiten, aber jetzt habe ich das Video noch schnell für euch aufgenommen. Ich denke mal, das ist ganz cool gewesen mit dem Butland hier. Ist schon eine richtig, richtig kranke Karte. Und dann bedanke ich mich bei jedem Einzelnen fürs Zusehen. Ich muss mich natürlich auch nochmal ganz klar bedanken für 19.000 Abonnenten. Es geht so fucking schnell im Moment, und dafür wirklich ein Herz an jeden Einzelnen. Es ist echt nicht selbstverständlich, und das weiß ich wirklich zu schätzen. Das möchte ich nochmal hier ganz klar sagen. Ich bedanke mich wirklich bei jedem Einzelnen. Ich weiß nicht, woher die ganzen Abonnenten kommen. Ich habe aber im Moment einen extrem schnellen Abo-Wachstum, und danke PC, dass du jetzt so einen schönen Laut von dir gibst. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr mich einfach supportet. Vielen Dank, dass ihr meine Videos schaut. Vielen Dank, dass ihr immer kommentiert, einen Daumen hoch da lässt. Das ist einfach, das pusht einen richtig, und das ist richtig, richtig cool. Und dafür möchte ich mich wirklich bei jedem Einzelnen bedanken. Auch in den Streams und so versuche ich immer auf jedes einzelne Kommentar zu antworten. Ja, weil es mich einfach interessiert, was ihr zu sagen habt, und weil ich euch da einfach auch was zurückgeben will. Deswegen antworte ich auch auf sehr, sehr viele Kommentare. Es wird langsam echt schon schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich gebe mein Bestes, und dann war es jetzt auch schon mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, und ciao.